Soweit der syrische Außenminister. Ja, britische Streitkräfte arbeiten nach Regierungsangaben an Notfallplänen für einen möglichen Militäreinsatz gegen Syrien. Und zu diesem Thema ist mir Susanne Gehlhardt aus London zugeschaltet. Frau Gehlhardt, die britischen Streitkräfte bereiten sich offenbar vor auf ein mögliches Eingreifen in Syrien. Weiß man denn schon genaueres, wie das dann aussehen könnte? Ja, es werden sicher nicht nur die britischen Streitkräfte sein, die sich hinter den Kulissen aktiv vorbereiten. Es werden hier drei Szenarien diskutiert. Das erste ist der Einsatz der Luftwaffe über Syrien, was aber sehr riskant ist, denn man vermutet, dass die syrische Luftabwehr recht stark ist, aufgerüstet und ausgestattet übrigens durch Russland. Diese Option scheint also nicht so sehr favorisiert zu werden. Eine zweite Option wäre es, von Flugzeugträgern Marschflugkörper auf Syrien abzufeuern. Da gibt es ja vier große US-amerikanische Flugzeugträger bereits jetzt im Mittelmeer. Und ein britisches U-Boot könnte dazu beitragen. Das ist eine Option, die hier anscheinend zumindest diskutiert wird, auch hier in London. Und eine dritte Option wäre die, die man schon länger diskutiert, nämlich die Rebellen mit Waffen auszustatten. Aber da ist es höchst fraglich, welche Seite man denn ausstattet und welche Rebellen und wie die Waffen dann später vielleicht sogar gegen diejenigen, die sie einst geliefert haben, dann eingesetzt werden könnten. Beispielsweise von Islamisten, von Al-Qaida. Das ist also eine Option, die man nicht so gerne wahrnehmen will. So sieht es zumindest heute aus. Wie begründet denn die britische Regierung den Schritt, Notfallpläne einzuleiten? Für die britische Regierung ist ganz klar, das hat Außenminister William Hague am Wochenende nochmals betont, die Chemiewaffen, die vermeintlichen Chemiewaffeneinsätze kommen vom Assad-Regime. Darauf müsse es harte Reaktionen geben. Im 21. Jahrhundert dürfte ein Einsatz von Chemiewaffen nicht geduldet werden und nicht ungestraft ausgeübt werden. Das ist die Begründung hier in London. Wie sieht das innenpolitisch aus? Die britischen Parlamentsabgeordneten kommen früher aus der Sommerpause zurück. Stehen da jetzt Debatten an? Natürlich stehen Debatten an. Wir haben gerade eben gehört, das Parlament kehrt einige Tage früher aus der Sommerpause zurück. Noch ist die öffentliche Meinung hier wenig strukturiert. Man weiß auch noch nicht von Umfragen, wie die Bevölkerung zu einem solchen möglichen Militäreinsatz stehen würde. Man kann aber davon ausgehen, dass die Kriegsmüdigkeit hier auch in Großbritannien recht groß ist. Nach dem Irakkrieg, nach Afghanistan, da kehren die britischen Soldaten ja gerade zurück. Und eine parlamentarische Debatte wird es dann am Donnerstag geben, wenn das Parlament zusammentritt. Die Opposition ist bisher noch sehr zurückhaltend, wenn es um einen solchen militärischen Einsatz geht. Sie sagt, sie will mehr Informationen über die Ziele, auch über die Strategie der britischen Regierung. Auch die liegt ja noch nicht vor. Und inzwischen, spätestens seit heute, melden sich auch Gegner in den eigenen Reihen. Also nicht nur bei den Liberaldemokraten, den Mitregierenden hier in der Koalition, sondern auch in den Reihen der Konservativen. Welche internationalen Verbündeten könnte es denn für die USA und Großbritannien geben, gesetzt dem Fall, es kommt tatsächlich zu einem Angriff? Na, im Moment sind es die USA, dann Großbritannien und natürlich auch Frankreich, die einen solchen Einsatz offen diskutieren. Und ich denke mal, das werden dann wohl auch die Hauptverbündeten sein, wenn es um ein militärisches Eingreifen geht. Herzlichen Dank, Susanne Gehlhardt, für Ihre Einschätzung nach London.